Guten Abend. Es ist der 19. Juli im Jahre 64 nach Christus. Rom brennt lichterloh. Die Feuerwehr ist zwar schnell vor Ort, aber ohne fließend Wasser gestalten sich die Löscharbeiten eher schwierig. Also brennt die mächtige Stadt bis auf ihre Grundmauern nieder. Kaiser Nero macht eine kleine Sekte für den Brand verantwortlich, die Christen. Wobei er selbst auch nicht gerade ein feuerfestes Alibi hat. Ave, Nero, großer Kaiser und Imperator. Ave, Senator, Ave. Wärt ihr so freundlich, mir kurz euer Gehör zu schenken? Oh, warum nicht? Solange du mich nicht langweilst. Und ich gebe mir Mühe. Mein Kaiser, ihr habt es sicherlich mitbekommen. Unser geliebtes Rom brennt. Oh Gott, Rom brennt? Davon höre ich zum ersten Mal. In diesem Augenblick erfahre ich es von euch. Vorher wusste ich es nicht. Wie auch, ich war ja die ganze Zeit hier in meinem Palast. Ihr habt nichts von dem Brand bemerkt? Der dichte Qualm über der Stadt? Die lauten Hilfeschreie? Die unfassbare Hitze? Die Flammen? Naja, jetzt, wo du sagst. Die ganze Stadt liegt in Schutt und Asche, mein Kaiser. Im Grunde genommen ist euer Palast das einzige Gebäude, das noch steht. Puh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Ja, aber wie konnte das denn passieren? Ich kann mir das gar nicht erklären. Wir uns zuerst auch nicht. Aber inzwischen glauben die meisten, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben muss. Brandstiftung? Was? Beim Jupiter? Wer kann denn sowas getan haben? Nun, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber um ganz ehrlich zu sein, einige Bürger wollen euch in der Stadt gesehen haben. Mich? Ja, mit einer Fackel in der Hand. Ausgeschlossen. Ich war die ganze Zeit hier in meinem Palast. Die Götter sind meine Zeugen. Ich war seit Wochen nicht mehr am Circus Maximus. Woher wisst ihr, dass das Feuer am Circus Maximus ausgebrochen ist? Ihr sagtet gerade, ihr wäret seit Wochen nicht mehr am Circus Maximus gewesen. Genau dort ist das Feuer ausgebrochen. Ach so, na ja, das dachte ich mir halt schon. Und mit Verlaub, was ist mit eurem Gewand passiert? Wieso, was ist denn mit meinem Gewand? Es hat mehrere Brandflecken. Also das, na ja, das war doch schon. Da ist einem Tölpel von Dina mal eine Kerze draufgefallen. Ich habe ihn direkt hinrichten lassen. Verstehe. Und was ist mit dieser Fackel hier? Die riecht, als hätte sie kürzlich gebrannt. Natürlich. Mir war so furchtbar kalt. Gerade der Sommer kann so kalte Morgen haben, nicht wahr, Senat? So, jetzt ist mal Schluss mit dem Theater. Ihr habt die Stadt angezündet. Gebt es zu. Ich? Nein. Ja, natürlich. Wer sollte es sonst gewesen sein? Die Christen? Die Christen? Wie kommt ihr denn darauf? Habt ihr Beweise dafür? Ja, und hast du Beweise dafür, dass sie es nicht waren? Nein, aber... Und was für Beweise hast du auf der anderen Seite gegen mich? Die Fackel? Euer Gewand? Ja. Eure vielen widersprüchlichen Aussagen? Ja. Und ihr wurdet am Tatort gesehen? Ja, und mal abgesehen davon, was noch? Sonst nichts, das war alles. Ach. Bringt alle Christen um. Ich verlange Vergeltung. Ja, natürlich, mein Kaiser. Und entschuldigt nochmal das Missverständnis. Dann drüber. Was die Leute sich manchmal erlauben. Ja, Kuckuck. Ich bin der Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Aber meine Freunde nennen mich einfach nur Nuttenschlitzer. Keine Ahnung wieso. Wer weiß, woher diese ulkigen Spitznamen kommen, ne? Meine Hobbys sind Landschaftsgärtnerei, Nuttenschlitzen und ja, mit dem Daumen so machen. Also melde dich einfach. Ich freue mich schon.